einen großen Umzug heute gezeigt. Mit, glaube ich, 82 Euro. Das hat sicherlich unheimlich viel Zeit und auch unheimlich viel Geld gekostet. Warum? Für welchen Ziel hat sie das gemacht? Ja, einmal ist ja ein bedeutsames Datum, dass wir 900 Jahre alt sind. Zum einen und zum anderen soll man doch dieses Fest, diese erste urkundliche Erwähnung mit Gebühren feiern. Das war noch nie oder ein Jahr. Und es ist einfach mal für das Dorf, für uns Bürger wichtig, hier mal einen Rückblick zu halten und mal zusammenzustehen und einfach zu sagen, ja, unser Dorf, unser Mutterheim hat Geburtstag und das wollen wir gemeinsam feiern. Weil es eben noch nie da war. Und Sie wollen das ja nicht nur unter sich feiern, sondern Sie wollen das mit vielen anderen feiern. Es sind sehr viele von außerhalb gekommen, die das entsprechend würdigen. Es sind viele von außerhalb gekommen. Wir schätzen uns bei der Polizei und bei der Feuerwehr laufen zwischen 18.000 und 25.000. Wir haben natürlich auch dementsprechend Werbung gemacht in allen Zeitungen von Freiburg, wir auch in der Umgebung der Gemeinde eben auf dieses Ende hin geworben und wollte also demonstrieren, einmal durch den Umzug, dass in Mutterheim eben noch eine Dorfgemeinschaft besteht, die zusammensteht und so ein Jubiläum eben aufs Paket legt. Die Frage nach den Kosten, die darf man nicht stellen. Die Frage nach den Kosten dürfen Sie stellen. Es ist natürlich nicht billig, sowas zu machen. Vor allen Dingen kostet uns der historische Kostümverleih kostet uns zwischen 25.000 und 30.000 Mark. Wir haben das auch im Haushalt veranschlagt, die ganze Festkosten. Und wir sind gekommen auf 80.000 bis 90.000 Mark Kosten und vielleicht 40.000 bis 60.000 Mark Einnahmen. Allerdings ist hierbei noch zu erwähnen, dass auch die Kosten der Kurzchronik auch dabei ist, die ja auch ziemlich Geld gekostet hat. Das ist also in den 80.000, 90.000 Mark auch drin enthalten. Ja. Und die Eigenleistung der Bürger hier von Göttenheim, die ist natürlich noch größer. Die Eigenleistung ist natürlich noch größer. Einmal haben wir auch einen Dorfabend bekommen, der war gewissermaßen gratis von den Vereinen und von den Bürgern. Und zum anderen, dann habe ich sie auch das Festbankett gestaltet und zum anderen, sie haben es der Umzug, die Handwerkergruppe, die Vereinsgruppe, das war alles gratis. Das haben die Bürger und die Vereine alles für die Gemeinde Mutterheim gemacht. Damit sind Sie praktisch zufrieden und haben das erreicht, was Sie sich wünschten? Ich bin zufrieden und ich hoffe auch, dass der Organisationsausschuss und natürlich auch der Gemeinderat zufrieden ist. Ich habe also Stimmen gehört von den auswärtigen Gästen, gerade von den Ehrengästen. Die haben alle hervorragend, phänomenal, wunderbar. Sie waren ganz begeistert, sowas habe ich sie noch nie erlebt. Die mit solcher Intensität, mit einer solchen Genauigkeit und mit solcher einer originalgetreuen Wiedergabe so ein Umzug gemacht worden ist. Jetzt klingt das Ganze aus mit dem Hallereifest, das ja morgen auch noch stattfindet. Das Hallereifest findet morgen noch statt, morgen ca. ab 14 Uhr und nimmt dann an, bis am Dienstagmorgen 2, 3 Uhr wird das letzte Viertel Mutterheimer getrunken werden. Vielen Dank. Thank you.
Nach den Standartenreitern mit dem Wappen von Gottenheim durch den Reiterverein Nimburg entbieten die Kaiserstühler Herolde aus Ihringen den Bürgern von Gottenheim die herzlichsten Glückwünsche zu diesem sonnigen Festtagsumzug. Den Rentierjägern am Thuniberg um etwa 10.000 vor Christus, hier dargestellt von Willi Hagios und seinen Mannen, folgten etwa 1.000 vor Christus die Kelten. Doch nicht ganz so alt sind unsere Kelten hier, alias Petra Rambach und Ellen Hagios. Die Römer schätzten bereits ab dem 2. Jahrhundert nach Christus den fruchtbaren Lössboden am Oberrhein für den Anbau ihrer Reben und zogen im Triumph, wie hier unsere Darsteller vom Angelsportverein Gottenheim, rheinabwärts, um den Limes zu errichten. Doch bereits um das Jahr 250 nach Christus durchbrachen die Alemannen den Limes, wanderten, wie hier die Gruppe um Peter Pfaff, in das römische Zehntland ein und besetzten die verlassenen Siedlungen. Es waren irische Mönche, die ab dem 7. Jahrhundert nach Christus in unserer Heimat den christlichen Glauben verbreiteten. Hierauf möchte der Kirchenchor Gottenheim mit seiner Gruppe hinweisen. Anlässlich der Gründung des Klosters von St. Georgen im Schwarzwald wurde Gotheheim im Jahre 1086 in einer Schenkungsurkunde erstmals urkundlich erwähnt. An dieses denkwürdige Datum möchte die Gemeindeverwaltung von Gottenheim mit ihrem Jubiläumswagen erinnern. Unser Kirchenchor zeigt uns überzeugt, dass die geistlichen Herrschaften in Gottene lange Zeit über Gäder verfügt haben. Noch 1811 war das Kloster St. Peter im Goddamer Gederverzeichnis vermerkt. Bis zum 19. Jahrhundert haben die kirchlichen und weltlichen Herrschaften den ohnehin armen Bierli die Zehntabgabe abverlangt. Verkörpern tut es der Akkordeonspielerin von Goddene Umkirch. Dem Radsportverein ist mit seinem Wagen recht gut die Entwicklung vom Goddamer Siegel gelungen. Mit dem vor alle Dinge die Freiherren von Wiederbach, aber auch die sonstigen weltlichen Herrschaften, wie die Herren von Schwarzenberg, Freifekt von Margaretestift und die Rita Snevelin von Granzenau unser Dorf beeinflusst haben. So wie das Modell vom Kirchenchor hat unsere Kirche bis zu der Zerstörung im Februar 1945 ausgesehen. Auf Reher haben wir uns tapfer geschlagen, wie der Sportverein mit der Hinrichtung von Hans Nieferlin und die Gruppe von Harald Hertwig mit dem Buraufstand zeigen. 1564 hat Pest fast die ganze Bevölkerung weggerafft, so erinnert der Akkordeonspielerin. Es ist nicht nur ein Haus, wie hier beim Höldrier Club, sondern das ganze Dorf während dem 30-jährigen Krieg verbrannt. Nach dem Musikverein von Bötzingen und dem Marschritt für junge französische und österreichische Soldaten, die uns durch die Sturmoder und Bootsmichael an die Erbfolgekriege im 17. und 18. Jahrhundert erinnern sollen,
zeigt uns die Gymnastikgruppe ein weiteres Kapitel für Armut aus unserem Dorf, die Erstauswanderung im 18. Jahrhundert ins Banat. Es ist immer wieder ein herrliches Bild, wenn man wie dort das Friburger Reiterkorps als Stadtsoldaten von 1793 in ihre farbenprächtigen Kostüme erleben kann. Der Kaiser Napoleon ist mit seiner Truppe auch durch unsere Gegend gezogen. Der Weg nach Bern zeigt uns mit seiner Gruppe, wie am 25. April 1800 junge Männer in Buche fürs Kriegshandwerk angeworben worden sind. Gelrot, gelrot, wir baden noch viele so und denken gern an die Zeit zurück, wo die Postkutsche von 1810 zum alltäglichen Straßenbild gehört hat. Ein Erinnerungsstück von der Familie Roland Weber und dem Reiterverein Eichstätte. Zuerst Fahrrad um 1820 hat der Ruf Kalli unter sich klemmt. Ins Kostüm von der Gottermer Schütze und Bürgerwehr 1831 ist die Kapelle Krach und Blech von der Grutschdorze eingeschlupft. Aber die Musik ist vom Spielmannszug Bötzingen hinterdran. Der so wichtige geografische Kreuzungspunkt wie Gottene ist selbstverständlich eine der ersten Eisenbahnwegfahrer. Der Sportverein erinnert mit seinem Nachbau an die Streckeneinweihung am 14. September 1871. Schaut man die Maibedienstete um 1900 an, nur wünscht man sich gern die gute Altzeit zurück. Der Hess Werner als Grutwächter, der Meier Klaus als Gmeipolizist, Dangerut als Hebamme, der Muni Fuhrdra. Der Kohler Manfred als Geißbockhalter. Oh, ich stehe tiefli. Nothilfe von 1900 schickt uns Hirsigrot Gritz. Und jetzt ist sie wieder aufgeklebt, die wurde mir gebracht. Bemüht um die Tradition hat sich die Elfriede Hund, Erna Hess, Dangerut und Maria Rambach. Mein Gott, jetzt bin ich wieder in meiner Schule auf der Hertha Holzbank. Die Junge von der Grund- und Hauptschule sahen doch ganz adrett aus in ihre Knickerbocker und ihre langen Kleidli. Und Kinder
Sonderschule von der Eröffnung 1929. Die haben doch tatsächlich unsere Klamotten an. Feuerwehr, so anno dazumal, hätte sicher auch schon so gern wie unsere freiwillige Feuerwehr da durchgelöscht. Besonders bei Wetter wie heute. Maurer Fritz beim Korbmacher in seinem Element und seine Verwandte als Assistente. Was sind denn das für schöne Zigeuner? Ah, das ist ja der Gesangverein mit der Frau. Jahre sind sie regelmäßig an den Dorfbruch geguckt. Ich glaube, im Musikverein Hugstädte ist Puste ausgegangen. Da herrscht nur noch Trommeln. So ist recht, Kurt. Du hast die Königin, die Königskinder und zum Dorfstachel den Meier Franz dabei. Das ist einmal ein schönes Spann. Der Schubhorst tut mich nach der Fähre und ein Milchspritzer geht's gratis dazu.
einen wunderbaren Tag zum Haien, haben sie verwitscht heute. Das ist ein gutes Futter, was die Schlanzerbuben daheim führen. Sie schwitzt, unser Irmgard, genannt die schöne Moserin. Bin nur gespannt, ob der Grutstotzer ihr Gemüse in Freiburg auf dem Markt auch losbringe. Nicht, dass sie wieder heimgeschickt wäre, wie früher, weil es gut zu mickrig ist. Schau, unsere Kinder vom Berg haben das Geisenfutter geholt. Ist das eine schöne Kälbli? Jetzt kommt der Musikverein mit seiner großen Erntedarstellung. So, wenn man es früher gemacht hat, kann man es jetzt noch einmal erleben. Thank you.
herrlich Erntekrone. Dort Landjugend mit Pferd. Ist wirklich eine Augenweide. Was hat sich doch der bittere Engel, der zu Merdingen gerade ist, für ihre Gottermann mehr gemacht? Für die vier älteren Leute muss doch der heutige Tag einer der schönsten ihres Lebens sein. Sie sind nämlich die zwei ältesten Ehepaare in unserem Dorf. Der Bandekalle und sie Marie. Und der Schmiedli Franz mit seiner Marie. Da hab nur mit Interesse für die nie. Die Landfrauen sind wieder in bester Stimmung. Und der Karre mit den schönsten Feld- und Gartenfrüchten schiebt so wird's Terrasse. So richtig als echte Biere. Der Mamili ist ja auch nicht vertreten. Das Kindes Martina ging sie ja fast ernst. Jetzt haben wir aber genug getankt, ihr neuer Schusser. Jetzt könnt ihr eigentlich wieder mal einer blasen. Schauber machen, das ist auch etwas, was die Jungen überhaupt nicht mehr kennen. Aber der Rösch Alfred und seine Leute, die verstehen es noch. Dass dem Reisacher Erich Treibarbeiten Spaß machen, das sieht man. Unser Ratschreiber Luis, Frau Seelinger, die macht die Arbeit auch nicht das erste Mal. Ja.
Da braucht man eigentlich gar nichts dazu sagen. Was die Winzer vom Frühjahr bis zum Herbst nicht schaffen haben, das ist schon ein Geschäft. Jetzt kommt mir eigentlich das Wichtigste vom ganzen Rebjahr, der Neusies, da vom Herbert Hess, unsere alte Trotte presst. Und Selavi-Transport wird, könnte sie gerade zu mir heimfahren. Herr Seller Gaul passt sich im Tempo den richtigen Senioren an. Da hocken die Maurers und das Hesse vom Oberdorf beieinander. Die Nachbarn haben schon manches miteinander geschafft. Nicht nur das Welschkorn leipfen. Tubak auf Neue war zu oben schon eine interessante Sache. Aber das Schönste war für die jungen Leute nachher das Heimführen. Für Selle, die auf dem Zeltclubwagen hocken, wären jetzt all die Erinnerungen wach. Wenn die Jäger vom Rieli so gut schießen, wie sie blasen können, dann hätte das Wild nichts zu lachen. Gell, Schmiedle Kurt, für dich ist der Umzug auch zu lang und die Kurze zu wenig. So, und jetzt macht der Musikverein von Umkirch wieder einen Druff. Thank you.
Jetzt kommt eine lange, schöne Bauernhochzeit. Und das Brautpaar von der Gärtnerei Gang schwimmt buchstäblich im Blumenmeer. So soll es sein, denn ohne Blumen ein Fest wäre so fad wie ein Fest ohne Gäste. So, da kann man jetzt mal die Verschafferei vom Hanf und Seegras, die uns die Familie Maucher und Walter vorfährt, bewundern. Was hast du denn da für einen langen Bart und Schlapphut auf? Ich hätte beinahe den eigenen Nachbarn nicht gekannt. Das sind unsere Landvolkfrauen mit Kind und Kegel. Ja, so war es früher. Am Brunnen oder am Dorfbach haben die Weiber ihr Wäsch gewascht und aber Haar noch ein wenig mit Schwarzerli gemacht. Was nur irgendwie mit dem Milchfeder zu tun hat, ist dabei. Oben mir und unten Nuss und der Marcel kontrolliert Exli. Schlanzer Weiber machen an, Bibi die Käse mit Zwiebeln dran. Schmier es noch aufs Butterbrot, geh statt nach, liegst du keine Not. Ja.
unsere Gottermann Imker, der Bargänder, Hubert Gehrig, Franz Rösch und der Dieter Hagius. Ah, das sind jetzt die Männer, die den Bienenstich umsonst kriegen. Schneidige Gräser hat er schon, der Spänerclub. Und sie werden noch immer gern das Licht füllen. Und jetzt Musik von Wasewieler. Nacht, wenn die meisten Menschen schlafen, schieben die den Teig in den Ofen. In Aktion Bäckerei Bayer und Rambach. Metzgerei Blum und Schmidt und der Wilfried Weber. Ja, Schwein muss der Mensch haben. So viel, dass man davon verkaufen kann. Wir haben den Umzug hinter euch. Aber der Hessheimer und der Stefan hocken noch in der Sattlerei. Sieh, Schmetzger Heinz, der Wagen steht und geht und die nicht nieder schaffen fest, da rollt der Rubel. Die lassen sich nicht stören mit dem Trubel. Der Hagius Elmar und der Hund Wilfried gehen wie früher in Fremde mit der Hütte. Orthopädie und Schuhmacherei, alles ist auf dem Wagen dabei. Das war früher hochmodern, schmuck die Dame neben dem Herrn vom Salon Säger. Und wieder in Stimmung mit der Waldershöfener Seestadtmusik.
Herr Litt, schau jetzt mal genau. Das ist der Altbürgermeister Tilger und seine Frau. Was ist denn los? Nach dem Programm ist doch der Umzug noch nicht fertig. Ah, da! Ah, Mosri, du meinst, sie sind am Ende im Rathaus hängen geblieben? Bei der Schmiede und Schlosserei ist der Kanzinger Fritz, das Bande Julius, Maurer Franz und seine Buben dabei. Auf dem Wagen speit vier und macht zisch. Man schmiedet halt das Eis, solange es heiß ist. Mit dem Langholzwagen um die Kurve schwenken ist nicht einfach. Das können wir denken. Doch bei Meier Helmut seine Männer hat man keine Bedenken. Die tun schon jahrelang so Kaliber um die Ecke lenken. Und schon wieder hätte Simon Manfred einen Neubau aufgerichtet. Schau dir mal den Hertwig Adolf an, der ist doch mit 80 ein zackiger Mann. Und der Sohn Alfons, auch ruhig und gediegen, ist längst in seine Fußstapfen gestiegen. Bei den Käfer ist es Pflicht, bevor man das Fass verkauft, macht man es auch dicht. Was ist das für ein schönes Idyll, Anton Streicher und Edwin Schill? Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Und Gott einmal Musik und der Wies soll uns auch erhalten sie. Singen wir mit dem Hochpartnerland.